Der wichtigste Trend ist eigentlich, Deutschland ist zurück. Es gibt drei wichtige Trends. Erstens, der deutsche Markt kommt mit großer Wucht zurück. Wir hatten 2019 einen Zubau von nur 1000 Megawatt. Wir haben letztes Jahr Genehmigungen von 7500 Megawatt Wind an Land gesehen und auch offshore sehen wir, dass es wieder vorangeht. Zweiter Trend, wir erleben einen unheimlich starken Innovationssprung. Der hat sich in den letzten 5-6 Jahren schon gezeigt. Er trägt aber weiter. Was heißt das? Das heißt, die Anlagen beginnen bei niedrigeren Windgeschwindigkeiten Strom zu produzieren. Sie müssen bei Sturm nicht mehr vollständig abgeschaltet werden. Sie werden netzdienlicher. Sie können vom Netzbetreiber aus direkt angesteuert werden. Und das Dritte im Bereich Service und Wartung, das sind ja sehr viele Arbeitsplätze, die hier auch dranhängen, kommen Digitalisierung und KI zum Einsatz, sodass wir hier nicht nur Kosten senken, sondern auch dieses Arbeitsfeld Service und Wartung viel interessanter machen. Ich mache unserer Branche ausdrücklich Mut. Wir sind eine Branche, die sehr spannend ist, die sehr innovativ ist. Und deshalb gelingt es uns immer noch, für die Arbeitsplätze, die wir bereitstellen, genug junge Menschen, aber auch ältere zu begeistern und zu uns zu kommen. Wir müssen aber sichtbarer nach außen machen, was für viele Beschäftigungsmöglichkeiten wir in unserer Branche quer durch alle Wertschöpfungsketten haben. Wir brauchen vor allem Kontinuität. Wir haben in der Vergangenheit erlebt, dass es zu oft ein Auf und Ab und einen Fadenriss gab. Jetzt haben wir eine politische Landschaft, die zwischen Bund und Ländern die Windenergie positiv begleitet. Und deshalb geht es jetzt darum, den Ausbau der Windenergie an Land und auf See über 2030 hinaus bis 2040 in kontinuierliche Bahnen zu lenken, sodass man planen kann und dass tatsächlich aus dem Zuwachs der Erneuerbaren auch mehr Wertschöpfung in Deutschland und Europa generiert werden kann. Ich freue mich insgesamt, dass die Messe sozusagen boomt und dass sie den Boom der Branche auch deutlich zeigt. Wir haben deutlich mehr Aussteller, wir haben mehr Interesse aus dem Ausland. Diese Messe ist ja das Schaufenster der deutschen Branche in die Welt. Und deshalb freue ich mich sehr, dass wir eine großartige Kombination von Wind an Land, Wind offshore, Service und Wartung und allem, was sich da drum herum zieht, haben. Es wird eine spannende Messe sein und man muss Zeit mitbringen, weil wir haben mehr Ausstellungsfläche als in den vergangenen Jahren.